Ja, das können wir ja endlich beweisen. Ja. Würden Sie sich das mal ansehen? Das ist ein Artikel von vor einem Jahr. In dem Artikel steht, Enimini gibt Interview zum Unfall. Sie waren schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus, nicht wahr? Moment mal. Was ist denn? Das bin ich nicht. Ich meine, diese Person hat denselben Namen, aber das bin echt nicht ich. Mein Namen, Inimini, gibt es ziemlich häufig. Lol. Stimmt, sowas, so eine treffe ich an jeder Straßenecke oder so. Was reden Sie da für ein Zeug? Der Name Ihrer Schwester Mimimini wird auch erwähnt. Total wow, was für ein gruseliger Zufall. Ich bekomme schon total Gänsehaut. Glauben Sie, ich werde Sie so leicht von der Angel lassen? Was nun? Ja. Ihr Führerscheinfoto. Edis Foto für ihren Führerschein. Direkt nach Hottis gehüteter Schatz. Hier. Das ist der Beweis. Was ist denn, was hat denn dieses Bild zu bedeuten? Das habe ich in dem Krankenhaus bekommen, in dem sie lagen. Hä? Na und? Dort war ein gewisser Patient, der war ein großer Fan von Ihnen. Zum Andenken an Ihren Aufenthalt klaut er dies. Das Foto sieht aus wie Sie. Dieser unheimliche Spender, der vorgab, der Direktor zu sein. Sind Sie jetzt bereit, mir von dem Unfall zu erzählen? Okay. Einen Moment. Okay, also ich war in einen Unfall verwickelt, sicher. Aber das hat absolut null mit diesem Mord zu tun. Doch, hat es schon. Sehen Sie sich diesen Artikel an. Da steht, dass eine der Frauen starb, richtig? Und? Diese Frau, die starb, wer war Ihres Erachtens damit gemeint? Glauben Sie, die Frau, die bei dem Unfall starb, könnte... Ich glaube, es war ihre Schwester, Mimimini. Sie saß in dem Auto, das ihre Schwester steuerte. Sie beide waren zusammen, als der Unfall passierte. Es war ein und derselbe Unfall. Aha! Endlich! Yay! Hoffentlich bin ich sogar geheilt. Bitte, 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 Juhu. bitte. Fast komplett. Yeah! Siehst du, ich hatte recht. Aha! Ja. Blockade lösen und Dings finden. Ja, ich bin gefahren. In diesem Auto gefahren mit meiner Schwester. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Ich saß auf dem Beifahrersitz, als ich einschlief. Und dann ist das passiert. Ich griff mir meine Handtasche und flüchtete durch die Beifahrertür. Oha. Und ihre Schwester, die haben sie nicht gegriffen? Er konnte nichts tun. Das Auto war voller Rauch. Ich konnte nichts. Oh, tut mir leid.
Hat Dr. Gray den Unfall durch das Verabreichen von Schlaftabletten verschuldet? Er war voll hinter meiner Schwester her. Er hat das gemacht, um es meiner Schwester total heimzuzahlen. Ich frage mich, damit hat Inni einen guten Grund, Dr. Gray töten zu wollen. Ha, es scheint so einfach zu sein, nicht wahr? Was meinen Sie? Aber es wäre sehr schwer, mir das nachzuweisen. Eigentlich dürfte das unmöglich sein. Aha, auf einmal ist sie gar nicht mehr verwirrt. Aha. Was? Ich glaube, Sie verstehen schon. Ich werde Ihnen eine Lektion in Demut erteilen. Ich hoffe, Sie genießen sie. Hahaha. Aha. Ja, sie ist wohl doch nicht so blöd, wie sie tut. Oha, wer kommt denn jetzt? Sieht so aus, als würde etwas passieren. Au, hey, ganz ruhig, okay, meine Liebe. Ich werde ihr nicht. Pearl, Liebes, es ist schon in Ordnung. Ich werde kurz mit diesem jungen Mann draußen. Was? Ich bin kurz mit diesem jungen Mann draußen. Nein. Nein, du musst hier bleiben und das Anwesen beschützen. Oh, mach nicht so ein Gesicht. Hey, pass mal auf. Ich zeige dir etwas ganz Cooles. Hier ist sie mal. Das ist eine echte Pistole. Inspektor! Treiben Sie es nicht auf die Spitze! Lol. Tut mir leid. Ach, mal ganz schön so von morgen am Ohr gezogen zu werden. Au. Au. Ich glaube, du solltest dir eher Sorgen um den Inspektor machen. Okay, was denn da passiert? Pearls? Ich glaube, dass etwas wirklich Schlimmes passieren wird. Was richtig Schlimmes. Ich fürchte mich wirklich, Henning. Sag was, Fred. Irgendetwas. Ich bin eine echte Niete. Hier wird nichts passieren. Ich glaube, ich habe genug Beweise gesammelt. Ja, aber ich kann dich auch nicht einfach hier alleine sitzen lassen. Stimmt, so gut wie du Herrn Gamschuh ins Schienbein getreten hast, war wirklich beeindruckend. Ihr Blick ist ganz schön stechend, Frau.
Okay, das war wohl der Weg mit dem Zaunfall. Wir sollen zu Maya. Du hast mich ganz schön warten lassen, Phoenix. Tut mir leid, wir haben lange gebraucht, um eine Komplettlösung zu finden. Miau. Nun, wie laufen die Vorbereitungen? Ich glaube, ich habe jetzt genug Beweise und Informationen, glaube ich. Morgen wird alles auf deinen Schultern lasten. Ob Maya schuldig oder freigesprochen wird, eine ganz schöne Last. Toll. Wenn ich mich recht entsinne, hatte Mia selbst eine psychische Blockaden. Stimmt, ja. Mia, ich werde mir die letzte Information beschaffen, die ich noch benötige. Sicher, versuch es nur. Aha. Challenge accepted. Yeah. Mia? Ja. Mia, du weißt doch etwas, oder? Über den wahren Mörder, meine ich. Warum glaubst du das? Es ist manchmal ziemlich anstrengend, die Geheimnisse anderer Menschen zu sehen. Sieht aus, als müsstest du deinen Gedankengang erklären. Ja, sich mit mir geistig messen. Oh Gott. Ich würde sagen, das machen wir noch und dann können wir Pause machen, oder? Phoenix? Du glaubst, ich verheimliche die Informationen über eine Person. Stimmt doch. Ja. So, nun gut, dann sag mir, wen ich deines Erachtens schütze. Gute Frage. Maya oder Pearl? Oder vielleicht sogar morgen? Ach, ich habe keine Ahnung. Sie schützt wahrscheinlich. Auf jeden Fall, Maya. Mal schauen. Ich glaube, du schützt diese Person. Phoenix, du enttäuscht mich. Oho, Tut mir okay. leid. Mir ist heute besonders streng. Okay, ich würde sagen morgen. Und? Haha! Morgan Fay natürlich. Es gibt niemand anderen, den du so schützen würdest, Mia. Außer Maya vielleicht. Aha. Oh. Gut gemacht, aber... Während der Mord verübt wurde, befand sich meine Tante mit allen anderen vor der Tür. Das heißt, sie hat bereits ein Alibi. Das stimmt. Vielleicht den Ja. Schlüssel? Weiß ich nicht. Mal gucken.
einen klaren Beweis, den Sitter Tante lenkt. Ich habe so das Gefühl, dass es der Schlüssel ist. Aber ich weiß auch nicht, wie der den Verdacht auf die Tante lenken würde. Nee, weiß ich auch nicht. Also, was ich finde, ist. Du findest was? Ja, ich überlege, also sie hat die Geisttrennung durchgeführt. Das ist das, was den Verdacht auf sie lenkt. Aber haben wir irgendwas, was das beweist? Nö. Ich probiere mal den Schlüssel. Und? Oh! Mein Beweis ist der schwarze Schlüssel. Zu Beginn der Beschwörung war Maya im Besitz dieses Schlüssels. Und dennoch ist er irgendwie in den Verbrennungsofen im Hauptgarten gelandet. Du hast recht. Es gab nur eine Person, die das tun konnte, während ich die Polizei gerufen habe. Die Person, die sich um Maya gekümmert hat, Morgan. Was hat dieser Blick zu bedeuten? Deine Argumentation ist zu löcherig. Hä? Wann ist der Schlüssel in den Verbrennungsofen gelandet? Das hätte lange nach dem Mord passieren können. Lange nach? Jemand hätte den Schlüssel finden und in den Ofen werfen können. Aber das ist... Der Staatsanwalt würde ein solch kleines Detail benutzen, um seinen Fall zu zerreißen. Hast du noch etwas anderes als Schlüssel, um den Verdacht auf morgen zu lenken? Hm. Na, das war auch im Verbrennungsofen, also. Ach, ich probier's mal. Puh. Das ist ein weiteres Beweisstück für Morgens Schuld. Das habe ich auch in dem Verbrennungsofen im Garten gefunden. Ist aus demselben Stoff wie Mayas Kostüm, mal abgesehen von den Blutflecken. Aber dieser Fetzen stammt möglicherweise gar nicht von Mayas Kostüm. Aber Maya hat es mir doch so gesagt. Die Es ist Schlüssel Maya. in. Ja, also bei der Beschwörung befand sich der Schlüssel in meinem Ärmel. Und sowohl der Schlüssel als auch der Stofffetzen wurden in den Ofen gefunden. Das heißt, dieser Stofffetzen war ein Teil von Mayas Kostüm. Aber als Maya verhaftet wurde, trug sie ihr Kostüm. Das bedeutet nur, dass jemand ihre Sachen ausgetauscht hat. Ihre Sachen ausgetauscht, aber warum? Ich weiß nicht warum. Aber es gibt nur eine Person, die das getan haben könnte. Ja, genau. Die eine Person, die sich um Maya gekümmert hat, meine Tante. Haha, wunderbar. Das hast du sehr gut gemacht, Phoenix. Dankeschön. Solange du diese beiden Beweisstücke hast, kannst du meine Tante verdächtigen. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie ich schon anfangs sagte, meine Tante hat ein Alibi. Aber eine Komplizin. Ja, sie war die ganze Zeit mit uns zusammen. Das ist meine letzte Frage. Dafür musst du mir keine wasserdichten Beweisen liefern. Aber ich möchte es wissen. Wenn sie die Schuldige ist, wie hat sie dann den Mord verübt? Eeny, meeny, eeny, meeny, eeny, meeny. Wie sie es getan hatte. Ich würde gerne hören, was du darüber denkst. Wen oder was benötigte meine Tante, um Dr. Gray zu töten? Inimini. Inimini. Sie ist die Antwort auf die letzte Frage. Das heißt, meine Tante und Inimini Stecken stecken unter einer unter einer Decke. Decke. Yay! Ich war wieder voll geheilt. Yippie-yay. Das werden wir wahrscheinlich auch nötig haben. Ja.
der Mörder? Die ganze Zeit schon lässt mir etwas keine Ruhe. Dieses Verbrechen hätte nicht von einer normalen Person verübt werden können. Diese Person musste viel über das Fey-Anwesen und das Dorf selbst wissen. Aber Aber Morgan morgen. hat bereits ein Alibi. Tja. Ja, deswegen komme ich nicht dahinter, wie es geschah. Wir können davon ausgehen, dass Inimini irgendwie darin verwickelt ist. Aber wir haben ein Aber wir großes haben Problem. Ups. Ein Problem? Moment. Wir haben kein Motiv. Warum sollte Morgan Dr. Gray töten wollen? Wozu war das gut? Ich Außerdem habe das wissen wir nicht sicher, Motiv. ob sie mit Ini zusammengearbeitet hat. Ich habe das Motiv. Mia scheint auch keinen Schimmer zu haben, Dann gibt es nur eine Möglichkeit. hä? Hä? Überleg mal, Phoenix. Warum sollte meine Tante so etwas tun? Und warum macht sie es auf eine derart hinterlistige Weise? Weil. Sie Maya loswerden will. Aha. Mutter, sie ist der Schlüssel zu alledem. Mutter? Wessen, meine? Nein, Misty. Sei nicht albern. Meine natürlich. Misty Fay. Mias und Mayas Mutter, warum bringt sie dich jetzt ins Spiel? Nun denn. Sieht so aus, als hätten wir alles gesammelt, was wir konnten. Nun müssen wir morgen nur noch gewinnen. Dann wird sich alles aufklären. In Ordnung. Chefin, wir werden nicht verlieren. Fortsetzung folgt doch, Gott sei Dank. Ja. Das war jetzt ein Akt. Ja, darf ich sagen, wir machen jetzt Schluss für heute, Ja, hm? Gut. genau. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.